Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Letzte Mal haben wir, glaube ich, uns ja geklont ein bisschen und haben jetzt hier drei verschiedene Rufusse. Wir sind gerade bei dem Rufus bei den Monks und bei Boso und müssen jetzt ein bisschen was erledigen. War das, ne? Ach, wir haben ja diesen Lutscher. Stimmt, können wir den benutzen? Ne, können wir nicht selber benutzen. Unten waren wir auch schon. Mit den Trollers habe ich, glaube ich, auch schon geredet. Hm? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Land. Ach ja? Und wie komme ich denn auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ah, jetzt können wir ganz viel mit denen reden. Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Muck? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Tim. Oh. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht ein Beppo. Oh je. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na, dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Leicht zerbombt, ne? Ganz leicht natürlich nur. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau. Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Grips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Muck. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Oha. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Muck. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach, den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Ja, gut. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Muck. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie was auf mich. Was ist denn mit denen? Die finde ich ganz cool, aber... Ach, Mein letzter Postraub liegt schon ein Weilchen zurück. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man die Zacken der Briefmarken entschärft. Nimm die Tasche. Nimm die Tasche. Nimm den Brief. Nimm den Brief. Mein liebstes Rehlein. Ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. PS? Oh... Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Lecker auf jeden Fall. Was ist denn hier los?
Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Boso? So ein Unsinn. Boso hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Oh. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Boso liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Was ist denn mit den Leuten hier los? Ich verstehe nichts. Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. War wahrscheinlich zu intellektuell. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Was nee, willst du da nicht. Eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen. Du wolltest doch nicht etwa durchs Fenster einsteigen. Was unterstellst du mir denn da? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Oh mein Gott. Du brauchst es gar nicht zu leugnen. Du wolltest durch das Fenster einsteigen und dann ist der Boden weggebrochen. Das ist eine haltlose Behauptung. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Alter, Falter. Man sagt, dass die Nase im Alter immer weiter wächst. Wie Grohl wohl später mal aussieht. Okay. Und du bist wirklich Bosos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Ich hätte... Die habe ich auch. Ups. Aber manchmal ist die naheliegendste Erklärung Sorry. Auch die beste. Oma Boso hätte während der Schwangerschaft einfach nicht so viel rauchen dürfen. Hör mal, Junge, wenn du zum Tratschen gekommen bist, wende dich an Mama Boso. Ich schaue nämlich gerade der Nachbarin von gegenüber beim Baden zu. Da ist doch nur eine Tierhandlung. Das erklärt wohl, wie sie diesen Ball so lange auf der Nasenspitze jonglieren konnte und woher die Fontäne kam. Verdammter grauer Star. Hör mal, Junge, wenn du... Okay. Dann sprechen wir mal mit Baby. Ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere. Also der Applaus, der nervt mich langsam auch noch. Filmreif, Oscar verdächtig. Halleluja. Oh je. Filmreif. Mama Boso. Also Brosos Mama. Er hat ihre Augen geerbt und ihre Oberweite. Wie jetzt? Das war auch witzig? Das ist aber ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Und du bist dann wohl Bosos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein, 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 nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Was stimmt denn nicht mit Boso? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seiner geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten munter auf. Fifi-Funkelfee. Ich mache Boso wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Oh.
Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße, quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Da ist ein Gitter unten an der Straße. Oh, das Tor ist nur dafür da, dass Baby Boso nicht wegläuft. Er ist so lebhaft. Im Gegensatz zu seiner Tränentüte von Bruder. Verstehe. Und wer hat den Schlüssel? Es ist nicht abgeschlossen. Es hat lediglich eine Kindersicherung. Kindersicherung. Und nicht einmal die hilft. Baby Boso ist einfach zu gerissen. Genau. Im Gegensatz zu seiner Tränentüte. Ja, wie oft noch mit der Tränentüte herein? Kannst du mir etwas über Boso erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, alles. Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bosos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Boso aus Porta Fisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn daran erinnern. Stündlich, wenn es sein muss. Ich wusste gar nicht, dass Boso einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Oh, ja. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Oh. Ich wusste gar nicht, dass Boso so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Tja, Rufus wird Bosos Stiefvater, ne? Wo ist Bosos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Okay, dann bist du wohl kein guter Freund, ne? Wusstest du, dass Boso eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Boso hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das hole ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Oha, ey. Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Oje. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Oje. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Boso sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Ich mache Boso wieder gesund. Du bist so... Ich wünschte, ich hätte...
Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Boso mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Boso eine Freundin ins Haus bringt, weil das nie passieren wird. Oh je. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht. Können wir ihr den Brief geben? Baby Boso. Die Welt zu retten ist kein Babykram. Post für Witwe Boso. Hier wohnt keine Witwe Boso. Was wollen wir wetten? Hey, wo bleibt der Applaus? Das war ein Brüller. Was steht in dem Brief, Rufus? Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Gib mir jetzt den Brief, Rufus. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die Stimmung verderben. Na dann nicht, Rufus. Dann kannst du dich mal an der Puppe schmatzen, hör mal. Kann ich nichts mehr. Okay, ich muss hochgehen zu Boso. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Oh, so. Oh, Backe. Oh, Mann, ey. Er ist eine Funz. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Guck mal, ein Zettel. Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, ganz unauffällig eingesteckt. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. So, was ist das hier? Hör mal, können wir nicht, okay. Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht fest. Aber was hat er dann? Oh, so? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Ah, warte mal. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Soll ich ihm den Brief geben? Hey, Boso, hier ist ein Brief von deinem Vater. Was? Das heißt, warte mal, mochtest du deinen Vater? Aber ja. Nee, dann glaube ich nicht, dass dich das aufmuntern würde. Hey, Boso, sag, Da komm schon, ein für Mama Boso. Will ich. Boah, nimm jetzt die Kacke. Ihm fehlt Zuwendung. In Form von gut dosierten Psychopharmaka. Ja, ja. Ja, lustig, ey. Du bist ja eine Funzel wieder. Was mache ich denn jetzt? Ein Babyfon. Oh, habe ich ja nicht gesehen. Wozu braucht Baby Boso ein Funkgerät? Der kann ja nicht mal sprechen. Gegenfrage. Wozu brauchst du ein Gehirn? Hab ich nicht verstanden. So, sorry, war ganz kurz gemutet. So, benutzen wir mal, ne? Oder auch nicht. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Schade. Was machen wir denn jetzt, Leute? Raus. Runter. Kindersicherung. Also. Oh. Also was muss dann doch gesagt werden. Ist ja klar, dass ich die nicht aufgekriegt habe. Ja, ja, ja. Hör da mal rauf. Blöder Mist. Gleich nochmal. Ich glaube, das wird auch nichts. Es ist nur eine. Die werde ich ja wohl auch. Bitte ja kommen. Nicht auf dieser. Soll ich den Monks hier den Brief geben? Vielleicht brauchen die den. Oder so. Ich weiß ja nicht, ne? Diese Druckies bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Diese Gruftis laut. Ich nehme stattdessen. Was machen wir denn jetzt hier? Casa Boso. Damit bin ich hier in der
Wie lustig, haha. Ist das ein Brief? Woher hast du den? Postgeheimnis. Nimm mal jetzt bitte den Brief, hör mal. Das versuche ich lieber nicht noch. Ich will ja nicht. Was ist hiermit? Ach, Rufus, seid ihr der Junge und nicht. Ich habe hier einen Lutscher. Oh, das gib ihm bitte nicht alles auf alles dann immer. Ah, Baby Boso für dich. Möchtest du einen Lutscher haben? Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Ein süßer Fratz. Oha. Ach ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Hey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Okay, gut, aber wir sind ja jetzt hier damit mit Rufus. Ich werde die Folge jetzt beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge zurück bei Deponia. Wahrscheinlich mit einem anderen Rufus, damit mal ein bisschen Abwechslung hier ist, hör mal. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.